So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Mod Blade Warband in Folge Nummer 114 und ich lüfte mal das große Geheimnis, ja, wir greifen jetzt Burg Maras an. Wer hätte das gedacht? So, 100 Leute, die sollten wir umhauen, ne? Also wir haben ja perfekt ausgebildete Leute. Was geht nach hinten? 176, also so einen bräuchten wir mal. So, führt eure geliebten Soldaten mal zum... Oh, das ist die Burg, ne? Ja. Aber wir haben so viel Bogenschützen, das ist unsere Burg, ey. Wir müssen eigentlich nur hier stehen bleiben und schießen. Weil bei so einem offenen Aufgang, bei so einem offenen Aufstieg, kann man ja nur gewinnen. Oh, das wird schön. Das wird schön. Ich denke, ich bin mit 10 Verlusten zufrieden. Auf jeden Fall. Oh Gott, ich komme da nie hoch, habe ich so das Gefühl. Das sollte eigentlich ganz schnell gehen, ne? So. Auf geht's, meine Damen und Herren. Das Gemetzel kann beginnen, ne? Oh. Na, die Landsknechtskavallerie. Ja, das muss man mal bedenken. Das sind Reiter. Die haben nicht so viel Erfahrung mit dem Laufen. Oh, jetzt sind schon 3 Tote. Das ist aber nicht so schön. Da kümmern wir uns erstmal um die Noobs hier, ne? So. Ich brauche ein bisschen Platz, bitte. Oh Gott, sind das viele Bogenschützen. Oh Gott. Oh, ach, meine Freunde, kommen wir schon zu Hilfe, meine Männer hier. Geil. Das wird easy. Das wird richtig easy. So. Kommt, weg mit euch. Oh, das sind Mameluken hier drin auch. Okay. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Das sind auch nur sachenidische Leute, fällt mir gerade so auf. Ich denke mal, wir können es doch eigentlich auch schon um das blöde Fußvolk hier unten kümmern. Oh, da fallen sie runter, ja, die Toten. Das ist ja ein Traum hier. So, immer schön ein bisschen zickzack laufen, ne, damit wir hier nicht so hart getroffen werden von den ganzen Bogenschützen. Aber verhindern können wir es natürlich nicht, ne, weil so viele Bogenschützen, irgendwann muss ja mal einer treffen, ne. So. Oh, jetzt kommen aber hier ein paar... Ich will immer Obdachlose sagen. Ich weiß nicht warum, aber ihr wisst ja alle, ich meine ja Bewusstlose. So. Ah! Oh, schade. Das wäre cool gekommen. Ach, man konnte auch rechts lang gehen. Okay. Ja, das war's, ne? Kein Ding. Das ist ja gut, dass die Nordseite mit dem Krieg angefangen haben. Okay, ist es eigentlich nicht gut, ne? Aber ich meine, das sieht wieder ein bisschen einheitlicher aus, ne? Wenn wir Burg Maras haben. Dieses Blau hat ja ein bisschen gestört hier bei uns. So, machen wir mal den YOLO-Jump hier. 5 Tote. Ihr seid nun mein Gefangener, mein Freund. So, und wir haben befreite Gefangene. Das ist ja perfekt. Nee, das ist nicht perfekt, ne? Das ist eben nicht perfekt. Weil wir sind ja schon voll. Vielleicht können wir hier noch irgendwas mitnehmen. Hier, die Lanzenreiter sind stark. Hier, Wege-Leute sind immer gut. Hier, Fußsoldaten. So, okay, das war's. Das war's, na genau. Sind wir schon voll. Wem geben wir denn die schöne Burg? Also, so viele Leute haben keine Lehen. Okay. Der da. Dann geben wir mal dem. Ich bin auch irgendwie ziemlich unbeliebt in meinem Reich. Aber gut. So. Was auch geil wäre, wenn wir jetzt Yelkala einnehmen, Uxkar und Suno wieder zurückerobern würden. Das wäre ja ein Traum. Also, dann hätten wir das alles. Dann hätten wir so die ganze Ostseite. Ich verwechsel auch immer Ost und West, ne? Das ist richtig krass. Also, ich meine die ganze Westseite natürlich, ne? Und dann würden wir noch das hier oben erobern und dann hätten wir... Boah, das wäre krass, ey. Dann hätten wir auf jeden Fall schon... Hier alles dominiert, dann würden wir echt alles dominieren. Aber gut. 380, der König, der König. Aber gut, ich tue erstmal meine Soldaten zurück. Holen wir dann meine Low-Soldaten raus. Oh, nee, ich will nicht zur Burg, ich will eine Garnison stationieren. Ja, hier, perfekt. So, erstmal alles wieder zurück, ja. Weil das brauchen wir ja alles nicht. So, hier nochmal ein Reiter. Okay, die Wege-Leute würde ich eigentlich gern behalten. Und die Lanzenreiter, wenn ich ehrlich bin. Und diesmal lasse ich die oben. Ich habe keinen Bock, die jetzt wieder nach unten zu tun. Also, Fußsoldat. Ja, Wege-Leute, die wollte ich in der Truppe haben.
Landsknechtsreiter können wir auch noch nehmen. Gut, und dann nehmen wir hier nochmal den. 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 Den hier auch noch. Echt starke Truppen hier drin, den Plünderer. Den bilden wir auch mal aus. Jägsmandit, einen Bauer nehmen wir auch noch mit hier. Muskal, aber 21 von den Nordseiten. Oh, geil. So, hier Nordleute. Haben wir noch einen Nahkämpfer irgendwo? Hier, Elite-Schwertkämpfer nehme ich auch mal mit. Gut, und sonst würde ich die Burg, die Stadt doch gerne so lassen. 200 sind da drinne? Ja gut. Ja gut, ich bin mit 200 zufrieden, ne? Also. So. Ja, und irgendwie trauen sich die Grünen, habe ich jetzt auch so, habe ich so das Gefühl. Also, sie trauen sich mehr. Ich weiß nicht. Ja, der traut sich endlich mal aus seiner Stadt raus. Lol, by the way, wir könnten die Stadt jetzt eigentlich mal so angreifen, ne? Weil wenn er 300 da raus ist, wäre eigentlich gar nicht so dumm. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass die uns hier nicht catchen, ja. Aber gut. Gehen wir mal wieder zu meiner alten Burg hier. Oh Gott, die Grünen trauen sich echt mehr. Also die trauen sich jetzt endlich raus. Weil die hatten davor, glaube ich, auch noch Krieg mit dem Nordskönigreich. Oho, was ist denn hier los? Oho. Ach nee, der chillt hier einfach nur. Okay, schade. Aber der ist neu. Und der hier? Na, wir nehmen den mal zurück. Und der ist auch neu. Perfekt. Ich habe gesagt, wir brauchen jetzt richtig viele Leute, ja? Wir brauchen richtig viele Leute in unserem Reich. So, und meine Freundin Afrid hier. Einladend ist die einfach nur. Traurig, aber gut. Ich würde gerne Botschafter entsenden in das Königreich Nords. Das macht doch mal der Allein da. Der ist doch gerade wiedergekommen. Der unterzeichnet das mal. So, hat er uns eigentlich vielleicht auch eine Burg oder so mitgebracht? Ich meine, da war ja weg. Vielleicht war der ja mal woanders, in einem anderen Königreich, aber. Nee, schade. Gut, ja, hier können wir auch schlecht rekrutieren, ne? Wie es scheint. Ist wieder alles geplündert. So. Okay, wir können echt gar nichts rekrutieren, ne? Also. By the way, ich könnte echt mal in jedes Königreich, außer Rhodox natürlich, mal so einen Typ versenden, entsenden, meine ich natürlich. Der mal ein bisschen Frieden stiftet, ja, weil ich will ja eigentlich nur gegen das Rhodox-Königreich kämpfen, ja. Und wir haben erst 8 Minuten. Wie schnell habe ich denn die Burg da erobert, ey? Das ist ja ein Traum. Hier, Botschafter Wegiers. Marnit. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ich will natürlich einen Botschafter entsenden. Hier, die Typen, Jerimus. Botschafter entsenden. Nords haben wir schon. Rhodox wollen wir nicht. Saronischer Sultan. So. Die Mathe macht es mal, ne? Gut. Vielleicht kommen ja noch ein paar Leute in diese Folge zurück. Fände ich gar nicht so schlecht. Oh, ziemlich viel Rot hier, muss ich sagen. Also von Truppen her. Oh mein Gott, Ux. Ach so, ja klar. Da haben wir ja auch noch so ein Geschäft in Uxkal, ne? Naja. Guckt euch die an, wie sich zusammentun, diese Feiglinge, ey. So, ein bisschen Brot wäre auch nicht schlecht. Naja. Früchte können wir auch mitnehmen. Oh, die clean hier ein bisschen. Sehr schön. Freut mich zu sehen. Und dann gehen wir da mal wieder zurück. Aber wir gehen den sicheren Weg durch unser Reich. Zurück hier in Richtung Velusa. Damit wir da ein bisschen. Achso, er will keinen Frieden schließen. Das ist natürlich schade, ne? Also, das ist ja echt ein bisschen schade. Weil der ist ja eigentlich unser Freund. Ich habe die ganze Zeit vergessen, die Leute hier auszubilden. Schade. So, hier Gebirgsbandit. Jetzt bilden wir den Banditen auch noch aus, ey. Ja, hier, der kommt auch mal hoch. Der Fürst, ja, der Fürst, na. Der hat ja auch mal was von uns gehabt.
So, die 40er machen mir doch ein bisschen Angst hier. Deswegen gehen wir mal hier rum. Und geben uns dann zu Velusa. Und ich hoffe, irgendjemand wird jetzt mit uns Frieden schließen, ja. Wer macht denn das jetzt? Ich habe sowas schon erwartet, aber das finde ich jetzt nicht so lustig. Ach, kommt. Was wollen die nie Frieden schließen, ne? Ja, wer belagert das Ding denn, meine Damen und Herren? Achso, ich kann ja die Kamera auch drehen. Ja, das ist jetzt nicht so lustig, ne? Also, das können wir natürlich nicht verteidigen. Außer wir schaffen es jetzt noch schnell nach Jalen, können Truppen holen. Und dann verteidigen wir das Ding. Oh, dieser Text nervt mich immer, ey. Hier, Garnison stationieren, so. Und wir nehmen unsere Noobs auch mit. Kämpfen gegen den, damit die ausgebildet werden. Hier, Eremos nach oben. Ah, oh, das nervt, ey. So, und den Kampf will ich noch gerne in dieser Folge machen, auch wenn es schon 11 Minuten sind. Hier, Oskal nehmen wir mit. Kann man ganz nach oben hier. Und dann nehmen wir noch mal ein paar Bogenschützen mit. Hier. Ja, ich würde gerne volle 128 Leute haben. Deswegen nehmen wir noch mal hier Surgeons mit. Den Rest, den wir mitnehmen können. So. Dann hauen wir den mal um, ne? Wenn wir es überhaupt noch rechtzeitig schaffen. Weil der belagert schon ziemlich lange. Oh! Jawohl! Der Sultan! Nice! Ein Waffenstillstand mit dem Sultan. Der nervt so hart. Das ist ein Traum, ey. Und by the way, wo ist denn der jetzt hin? Denkt der jetzt, da kann er abhauen? Hallo? Hallo? Was soll denn das? Wo hab ich denn... Der ist doch gerade weggerannt, Alter. Was ist denn das? Ja, hier, weg mit der Burg. Hier, belagern. Was ist denn das für eine Aktion, ey? Der ist doch weggerannt, oder? Ich hätte schwören können, der wäre weggerannt. Na gut, dann kriegen unsere Leute auch ein bisschen Belagerungserfahrung hier. Unsere Noobs. Unsere Neulinge. Oh Gott, die Armen. Der hat dann nur Noobs eingelagert. Ja. Machen unsere Meisterschützen natürlich gerne, ja, ein bisschen Schusstraining, damit die hier nicht einrosten. Süß. Süß, sage ich dazu nur. Das ist ja richtig süß, ja. So, weg. Weg. Oh, ich fall gleich runter. Oh, schöne Texturen, by the way. War's das? Ja, ne? Machen wir den YOLO-Sprung. Der kriegt die mal, ja. Der andere kriegt die jetzt nicht wieder, weil der dumm ist. 41 hat die jetzt schon, ja. Und den machen wir den jetzt vorne, machen wir die nächste Folge, ja. Ich glaube, wir machen den jetzt noch. Weil der greift einfach so unsere Burg an. Das will ich natürlich nicht. Ja, der muss bestraft werden. Ja, den machen wir jetzt nächste Folge noch. Dicker Spoiler hier schon mal, ja, mit unseren Megatruppen. So. Gut, die greifen hier schon mal an. Das heißt, ich stopp hier kurz. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Dann hauen wir dem Fürst, den Boya Tansu Geist, ja. Boya Tansu Geist, der kriegt dann auch Small nächste Folge. Also freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.